Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Oh yeah, wir sind hier wieder einmal zu Besuch in einer Irrenanstalt, wo lauter Irre herumlaufen, die ihre Insassen, Pflegepersonal hier bla 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 allesamt umbringen und ermorden, und auch uns geht es da nicht viel besser. Gut, wohin? Rauf? Runter? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es einmal darüber. Da schaut es aus, als wenn irgendwas versteckt sein könnte. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung über das Spielprinzip hier, das Spielgeschehen, wo man was herkriegt. Ich habe keinen Schimmer, keinen Dau. Ich weiß nur, dass es momentan eher so wirkt wie ein Outlast-Spiel und wir bluten alles voll, wollte ich nochmal sagen. Wir haben zwar ein Messerchen bekommen, aber keine Pistole und auch sonst nichts, keine Munition. Ich habe gehofft gehabt, dass es ein bisschen mehr so ist wie Resident Evil 4, mehr zum Ballern und Laufen und so, ne? Aber hier ist mehr Horror. Mich trifft der Schlag, la-di-da. Müssen wir da hin? Ja. Hätte ich da nochmal rauf müssen, zwecks Wasser? Ich glaube nicht, oder? Ach du Heilige. Gut. Also, stellt euch schon mal drauf ein, dass es hier sehr viel Geweibe gibt. Meinerseits. Wir spielen den Schwierigkeitsgrad Überleben. Und ja, ob ich überleben kann, ob wir überleben werden, das steht in den Sternen. ja. Da ist auch jemand verreckt, glaube ich, ne? Ja. Wie komme ich da jetzt weg? Bin jetzt einfach ins Wasser gehüpft. Hier unten durch wird es auch nicht gehen, oder? Na? Ah, ich sehe schon. Bin nur blind, das ist alles. So, das ist auch sehr gut. Jetzt reinigt unsere Wunde. Ja. Ja, ja. So. Okay. Dann hatschen wir mal weiter. Oh Gott, da vorne liegt schon wieder jemand. Ich denke mal, hier geht's nicht weiter, ne? Doch. Okay. Damit habe ich jetzt echt so nicht gerechnet. Hm. Okay, da ist aber nichts. Hey. Quietsch. Ja, ja. Humpel die Humpel die Humpel. Humpel die Humpel. Oh, was haben wir denn hier? Ein Büchlein. Alte Notiz aus Kanalisation. Neben dem verschlossenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Trakt führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Das kennen wir doch schon, oder? Du wärst derjenige, der entkommt. Du könntest der eine sein, der überlebt. Er. Am Ende der Kanalisation eine verschlossene Tür, Leiter hoch, Aufzug. Richtig verstanden? Ich hoffe. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich zu viel von diesen Räumen aufmache, dass sie da... Okay, der geht sowieso nicht auf. Dass sie da irgendwann verrecken wird. Schön! Da braucht man ein Schlüsselchen. Ist das schon... Ja, ja. Du brauchst den Schlüssel. Da braucht man gleich zwei. Super. Ja. Alter. La, 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 la. Geht hier was auf? Spinntechnisch? Na, nicht wirklich. Warum ist nicht so finster? Aha, ist das die Leiter? Ist das so gemeint? Kommen wir da jetzt zum alten Trakt? Wir werden so verrecken. Ja. Aber wir werden das Kind schon schaukeln. Schön, mit Weile. Das schaffen wir schon. So.
Auf jeden Fall beneide ich alle Figuren hier, die schon bereits ins Jenseits übergelaufen sind. Die haben's gut. So. La, 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 da ist noch so ein Zettel, so ein Notiz. Notiz aus Heizraum, 13 Uhr. STEM, Systemtest beginnt. 13.15 Uhr, Erfolg. Gehirnwellensynchronisation bestätigt. Verluste minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent sammelt Daten. Ja, 13.30 Uhr. Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband. Stenograph berichtet über Unwohlsein. Anschließendes Koma aus unbekannten Gründen. Arzt ordnet Beendigung von SDM-System an. 13.45 Uhr. Mitarbeiter klagen über Übelkeit und... Gehst du automatisch runter? Ah! Na, das wollte ich nicht. Wo kann man das lesen? Archiv wahrscheinlich, ne? Zack. Persönliche Dokumente ist verkehrt, ne? Ah, da geht's hier weiter. Warte, warte, warte. Hier vielleicht? Da. Da, Heizraum. So, ich habe nicht gelesen. Mausroll. Ja, ich hatte doch Mausrad scrollen. Geht nicht. C zurück. Das geht nicht. Ich rolle gerade das Mausrad, aber es tut sich nichts. Maus, bist du kaputt? Ich hoffe nicht. Na, da tut sich gerade nichts. Super, kann ich nicht lesen. Das passt mir jetzt gerade überhaupt nicht. Ist das immer so? Hallo? Geht halt gerade nicht, ne? Das ärgert mich jetzt aber gerade. Ich will das fertig lesen. Eine andere Taste klappt wahrscheinlich auch nicht. Das ist ja super. Das freut mich jetzt unglaublich. Gewöhnliche Schlüssel. Ein Schlüsselbund aus dem Keller der Klinik. Solche Schlüssel waren in Gebrauch, bevor das... Ja, ja, das hatten wir schon. Das ärgert mich jetzt gerade. Warum er nicht scrollen lässt... Sonst gehst du wohl, du Klumpert. Aber jetzt nicht. Das ist wieder typisch. Naja, Pech gehabt. Dann klappt das so nicht. Schauen wir da mal weiter im Spiel. Lesen wir halt das ein anderes Mal durch. Wenn ich drauf gekommen bin, warum es nicht klappt. So, also Leertaste benutzen. Okay, noch kommt uns keine Axt entgegen. Also wir können hier wahrscheinlich weiter humpeln. Ich könnte ein Heilkraut gebrauchen. Hallo? Ist da jemand? Humpel, 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 humpel. So. Hallo. Ein Zimmerchen. Okay, was haben wir hier? Nix. Da ist ein Bettchen. Ja, da würden wir uns gerne mal hinlegen. Da ist auch nichts. Nichts zum Heilen, gar nichts. Du Heilige. Okay, da schaut es auch in Ordnung aus. Humpel, humpel, humpel. Gleich geht's sicher wieder los. Das ist nur die Ruhe vom Sturm. Geil trifft mit der Schlag, wirst schon sehen. Leertaste halten. Oh Gott. Verstecken. Steuerung. Gottes Willen. Oh.
Also schreien tut er gleich, wie der Ketten sagen, Song Heini bei Resident Evil 4. Meine ich. Ich trau mich da gerade nicht raus aus dem. Soll ich die Motorsäge höre, trau ich mich nicht. Da jetzt echt rein? Der hat zwar einiges jetzt kaputt gemacht, aber ich glaube nicht, dass es hier, wie gesagt, Items oder so gibt. Ich glaube, der kommt wieder zurück. Ich verstecke mich wieder. Mir trifft der Schlag, ey. Na, der randaliert, glaube ich, in dem Raum da drin. Ich werde verrecken. Okay, das hätten wir mal. Meine 10 ist gut gesagt. Aha. Ich glaube, ich gehe mal kurz verstecken. Wenn das noch geht. So, ich glaube, da kommt nämlich gleich, ha? Oder auch nicht. Ich bin gerade voll konzentriert. Entschuldigung. Habe ich gewusst, dass er kommt. Die Sau. Geht er sicher dann rechts die Tür rein und macht das kaputt wahrscheinlich. Mit rechter Schlag. Ja, habe ich gewusst. Das war vorhersehbar. Jetzt geht er rein wahrscheinlich oder dreht sich um. Das ist nämlich der weite Weg wahrscheinlich. Okay, der hat was anderes kaputt gemacht. Ja. Ich werd sterben. Ja, ja, das war klar. Oh, ich hab's gewusst, dass ich verrecken werde. Wie scheiße gesagt, habe ich schon Angst gehabt. Ja. Tutorials können im Pausmenü angesehen werden. Schön. Freut mich. Okay, wir sind hier. Okay. Dann ist ja noch nicht so viel verhaut, ne? Okay, das haben wir geschafft. Er darf mich nicht sehen. Ah.
Schnell, schnell, schnell. Ich hoffe, das klappt. Okay, schnell verstecken. Boah, Alter. Ich bin so gerade konzentriert. Naja, Pumpa Pumpa Chepa, fährt du weiter, du komischer Schimmelhaufen. Da muss ich mir wahrscheinlich das davon kaputt hauen, ne? Aha. Jetzt haut er gerade irgendwas anderes weg. Ah, da ist er. Servus. Ja, ja, ist schon gut. Jetzt haut er das wahrscheinlich von weg, ne? Oder auch nicht. Cool, hat er weggehaut. Pass. So. Gleich ist er weg. Jetzt ist er weg. Echt schwer zu beurteilen. Alter! Hä? Wo kommt der jetzt her? Hinter mir? Warum? Wir sind jetzt so schnell um die Kurve gerannt. Hä? Was war denn das jetzt? Aha, wenn man sich nicht bewegt, regeneriert sich die Gesundheit zu einem gewissen Punkt. Aha, okay. Hey, was war das jetzt gerade? Wie konnte er jetzt so schnell hinter mir sein? Das war jetzt ausgemacht, oder? Vielleicht weil ich aufgestanden bin, war ich zu laut und dann ist er gleich... Ich kann mich nicht sehen. Gleich kommen, oder was? So, das hätten wir gleich wieder. Mann, ich komme da nie weiter. Das ist ein Quäntchen Glück, glaube ich auch, ne? Wie der Trottel sich da verhält, ne? So, wieder warten 12 Stunden. Na, da kommt er eh schon. Na, Fleisch labern. Hau weg den Dreck. Geht schon. Du kannst das. Ja, hau weg das. Genau, so ist fein. So, und jetzt? Ach komm, jetzt geht halt da rein und macht die falsche Tür kaputt, ne? Also gar nicht kaputt, so muss ich sagen. Also ich freue mich schon wieder, wenn das Spiel speichern tut. Na los, mach das kaputt. Der ist jetzt wieder irgendwo, ne? Aber der hat das jetzt noch nicht weggeräumt, ne? Hallo. Na, nochmal rein. Na, rein. Rein. Alter. Vielleicht kriegen wir jetzt was. Ja, es wird lauter. Sehr gut. Ja. Ah, da kommt er ja schon. Hallo. Bitte darf der Rechten zu mir den Kastenhaufen da wegräumen. Ja, so ist ein feines Monster. Ja, genau. Nicht da. Das hast du schon hingemacht. Neben mir. Besonders helle ist der nicht. Na, der ist ganz und gar nicht helle.
Er denkt nur mit seiner Motorsäge. Tja, das wird dann wohl in dem Part nichts mehr. Tja, weit sind wir nicht gekommen. Aber vielleicht haben wir beim nächsten Part mehr Glück. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!